Wir setzen die Serie fort vom Thessalonicher Brief. Wir sind jetzt schon seit einiger Zeit mit diesem spannenden Brief über 5 Kapitel unterwegs und stecken jetzt in der zweiten Hälfte dieses Buches. Und diese zweite Hälfte beginnt mit ethischen Fragen, mit Fragen über das richtige Verhalten. Und das letzte Mal, die ersten Verse vom Kapitel 4, am 26. Mai, haben wir über die Sexualethik gesprochen. Darüber, was es heißt, einen guten, gesunden Umgang mit der eigenen und auch der gemeinsamen Sexualität zu leben. Die Antwort zusammengefasst dort war, dass wir gesunde Sexualität dort finden, wo Verbindlichkeit und Intimität in einem richtigen, guten Verhältnis zueinander stehen. Und heute hüpfen wir sozusagen direkt vom Bett an den Schreibtisch oder auf die Baustelle und kommen zum zweiten Teil dieses Kapitel 4, der Arbeitsethik, der Frage, was ist gutes Arbeiten? Wie und warum sollen wir arbeiten? In was für einer Haltung, mit was für Zielen sollen wir arbeiten? Sollen wir überhaupt arbeiten, wenn doch Jesus bald zurückkommt? Das sind die Fragen, denen wir uns zuwenden. Und ich gebe euch 2 Minuten Zeit, kurz die Köpfe zusammenzustecken oder auch für sich allein kurz über diese Frage nachzudenken. Was denke ich eigentlich, was Gott sagt, über wie ich arbeiten soll und warum ich arbeiten soll? Kurzer Austausch zu zweit, so als Warm-up in dieses Thema hinein. Gut. Also, okay. Ich möchte dann schon auch noch etwas dazu sagen. Ich bin natürlich froh, wenn ihr mir auch noch etwas übrig lasst. Hallo! Also, ich möchte schon auch noch selber etwas sagen. Ich hoffe, dass niemand das Fazit gezogen hat, dass Arbeiten einfach doof ist. Das wäre jetzt nicht so ganz der Sinn von dieser Botschaft und auch von dem, was wir anzuschauen haben. Wir wollen heute anschauen, was dieser Text, das Thessalonicher, diese 4 Verse von 9 bis 12 von diesem 4. Kapitel dazu zu sagen haben. Es ist nicht die Antwort der Bibel. Es ist heute nicht, ich sage nicht alles, was die Bibel zur Arbeit sagt, sondern einfach einen Ausschnitt davon aus diesem Text. Und deswegen bleibt das, was ich heute sage, auch unvollständig. Aber tauchen wir in diesen spannenden Text ein, Verse 9 bis 12. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Was ist das für eine Arbeitsethik? Was sagt uns dieser Text darüber, wie wir arbeiten sollen? Die Verse 9 bis 10, die machen zuerst einmal klar, beim Arbeiten geht es um die Liebe. Vers 11 zählt dann 3 konkrete Aspekte von guter Arbeit auf. In dieser Haltung, so sollen wir arbeiten, Doppelpunkt. Still sein, eure eigenen Geschäfte tun und mit euren Händen arbeiten. Was heißt still sein? Was ist damit gemeint? Wir müssen diesen Text verstehen
indem wir diese Gemeinde von Thessalonich vor Augen haben. Und diese Thessalonicher waren tatsächlich geprägt von einem Denken, Jesus kommt bald, wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen. Und warum soll ich dann heute noch normal arbeiten gehen? Und Paulus schreibt diesen Brief in diese Gemeinschaft hinein, die geprägt war von diesem Chaos der Erwartung, dass Jesus zurückkommt. Und einer Gemeinschaft, die aufgrund dieser freudigen Erwartung die alltäglichen und normalen Pflichten sträflich vernachlässigt hatte. Denen ging es nur noch um Gebet und frommes Getute, statt darum, die Spülmaschine auszuräumen und um Punkt 7 auf Platz zu stehen. Da war eine Gemeinde voll von so richtig hektischem Spektakelchristsein. Beten, Welt retten, losrennen, das Einzige zählt. Aber wohin sie rennen sollten, das war vielleicht nicht so klar. Und Paulus' Antwort hier mit diesem Stillsein ist ganz einfach. Bitte nicht hyperventilieren. Beruhigt euch, ruhig bleiben, dran bleiben, seid da in dieser Welt an eurem Ort. Der Alltag zählt und hat Bedeutung. Der Auftrag, der von Beginn der Schöpfung gesetzt wurde, diese Welt nachhaltig und langfristig zu prägen und zu gestalten, der zählt immer noch. Stillsein bedeutet, haltet euch still, bleibt an eurem Platz, eurem Sitz im Leben. Stillsein bedeutet also aushalten, ausharren und nicht naiv sein und irgendwelche verrückten Dinge tun. Er fordert auf, ein funktionierendes Teil der Gesellschaft zu sein, so richtiges Down-to-Earth-Christsein. Es geht, ich fasse es so zusammen, um die Treue im Kleinen, die das Alltägliche schätzt und gut befindet. Was heißt eure eigenen Geschäfte tun? Wenn man das liest, dann hat man den Eindruck, dass hier eine Gemeinde damit es beschäftigt ist, über den Zaun zu schielen ins Nachbargärtli, statt das eigene Grundstück zu bewirtschaften. Eine andere Bibelübersetzung, die übersetzt das so, man soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Man merkt also, da war viel in dieser Gemeinschaft, viel Reinreden, viel Verletzung von Grenzen da. Vielleicht sogar mit frommen Absichten und dem Wissen, dass Paulus und wahrscheinlich auch Gott das gemeint haben, dass man sich helfen soll, und trotzdem wurden da irgendwie die Grenzen überschritten. Und Paulus sagt jetzt hier, schaue auf dich. Tue deine Arbeit, vergleiche dich nicht mit den anderen. Und vor allem vernachlässige nicht das, was vor deinen Augen ist. Deine Scholle Land, in dem du dich immer bei anderen einmischst. Respektiere die Grenzen des anderen und sei ganz bei dir. Schaue auf deine Möglichkeiten, auf deine Gaben, auf dein Potenzial, sei bei dem, was Gott dir anvertraut hat, und arbeite mit deinen Talenten. Lass dem anderen das, was ihm gegeben ist. Was heißt mit euren eigenen Händen arbeiten? Auch das verstehen wir am besten aus der Zeit, in der dieser Text geschrieben wurde. Damals war die griechische Philosophie sehr präsent. Man hat das Gnosis genannt oder gnostisches Denken. Und die griechischen Philosophen, so um Aristoteles und Sokrates und diese ganze Schiene an Philosophen, die auf dieser Weise entstanden ist und die Welt geprägt haben und unser Denken geprägt haben, die hatten eine Haltung gegenüber dem Körper, die sehr negativ war.
Das nennt man Dualismus. Da war klar, der Körper, das Irdische, das ist schlecht. Und das Geistliche, Himmlische, Übernatürliche, das ist gut. Und die haben einen Schnitt gezogen zwischen gut und schlecht, zwischen Irdischem und Überirdischem. Und diese Tendenz, wenn man so denkt und wenn man das dann auch mit dem Glauben verbindet, dann folgt ein Christsein, ein Glaube, der vergeistlicht ist. Und es entsteht eine Gruppe von Menschen, die von einer faulen Spiritualität geprägt ist. Nur noch beten, nur noch das Geistliche zählt, nur noch fromm sein, nur noch von Jesus erzählen. Und alles andere, was mit dieser konkreten Welt zu tun hat, das kann man nicht mehr brauchen. Das ist sowieso, morgen kommt Jesus und dann kommt das in den Abfall. Das brauche ich nicht mehr. Das wird losgelassen. Es hat ja eine Verachtung von gemeiner, einfacher Arbeit stattgefunden. Und Paulus sieht das in seiner Gemeinde und gibt ihnen Antwort darauf und sagt ihnen mit diesem Satz: Dreckige Hände sind gut. Die Schöpfung ist gut. Das, was Gott irdisch, weltlich gemacht hat, ist gut. Praktische Arbeit ist gut. Ich selber habe einen dreckigen Beruf. Paulus war als Zeltmacher unterwegs. Von den hochfliegenden Philosophen ein missachteter Beruf, weil er etwas mit seinen Händen gemacht hat, praktisch und nicht so richtig tief geistlich. Er macht klar, es gibt keine höhere oder tiefere Arbeit oder eine geistliche Arbeit ist besser als die irdische Arbeit. Der Kopf ist nicht besser als die Hände. All das ist Teil der guten Schöpfung Gottes. Und deswegen schätze den Wert deiner einfachen Arbeit. Und im Vers 12 kommt dann die Begründung dazu. Paulus sagt, damit ihr, und dann bringt er zwei Aspekte dazu, damit ihr anständig wandelt. Also diejenigen, die so leben, down to earth, still an ihrem Ort, im Blick auf ihre eigenen Möglichkeiten, die werden Menschen sein, die nach außen, in die Gesellschaft, in den Menschen, die um sie herum sind, vorbildlich wirken und ehrenhaft. Das sind gute Bürger. Auf diese Weise, wenn man so arbeitet, verdient man sich Respekt und Anerkennung. Und das hat eine Wirkung, das wirft ein Licht auf Gott, das Gott ehrt. Anständig wandeln. Und zweitens, damit ihr niemanden nötig habt. Das heißt, im Blick auf sich selber betont Paulus hier die Selbstständigkeit. Man soll so arbeiten, damit man niemandem zur Last fällt. Man soll anderen nicht auf der Tasche liegen. Das Ziel der Arbeit ist es, so zu leben, an einer solchen Stelle zu sein, dass ein Mensch unabhängig ist und dass er frei ist und dass er nicht am Schluss von anderen versorgt werden muss. Dass es vielen Menschen gibt, denen das nicht gelingt und die nicht die Möglichkeit haben, ist auch eine Realität. Und der müssen wir uns auch stellen. Ist aber ein anderes Thema. Hier ist grundsätzlich mal die Botschaft: Sei ein Mensch, der diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit hat durch die Art und Weise, wie er arbeitet. Und ich will also mit diesem Satz die Arbeitsethik so zusammenfassen. Sei treu im Kleinen, schaue auf deine Möglichkeiten und schätze den Wert deiner schlichten Arbeit. Das verschafft dir Respekt und Selbstständigkeit. Tja, so, jetzt sind wir jemand. Das ist doch ein gutes Bild von einem Menschen, oder? Also, wo ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, Scheibe, das ist ja nicht,
das ist das Bild von einem so richtigen bünzlihaften Schweizer, der einfach, also ein richtig typisch guter Schweizer, der geht arbeiten, der macht seine Sachen pflichtbewusst, der hat Respekt von den Menschen drumherum, richtig gut, oder? Das heißt, ich lade euch heute ein, einfach ja nicht aus euren Schablonen auszubrechen, sondern einfach schön von 8 bis 5 zu arbeiten. Treu, bis Jesus eben in 2 Millionen Jahren dann wiederkommt. Ihr merkt schon, da fehlt etwas in diesem Bild. Nachfolge von Jesus ist down to earth, ist etwas ganz Alltägliches, Knochennormales und gleichzeitig fehlt etwas ganz Entscheidendes in dieser Gleichung. Und dieses andere, das fehlt, wird in diesen einleitenden Versen zu unserem Text deutlich. Es fehlt die Liebe. Die Liebe ist die Antwort auf die Frage, wozu sollen wir arbeiten? Wozu sollen wir solche Menschen werden? Um was geht es dabei? Also, es fehlt noch etwas anderes. Es fehlt die Craziness des Heiligen Geistes. Es fehlt auch das, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Momente erleben werden, wo er sagt, und jetzt geh raus, jetzt verlass deine Komfortzone, jetzt leg los, jetzt geh in diese Welt, jetzt wage das, was du nie wagen würdest, jetzt tu das, was du nie tun würdest. Dieses Eingreifen des Heiligen Geistes in unsere bequeme Normalität hinein, die gehört auch dazu. Aber es ist verbunden mit dieser grundlegenden Gutbefinden des Alltäglichen. Aber da kommt Gott hinein und ich bitte euch, wenn Gott sagt, geh los und verändere etwas, dann tue es und verstecke dich nicht hinter dieser wunderschönen Bünzli-Ethik, die ich euch jetzt hier präsentiert habe. Aber hier im Text ist von der Ethik die Rede, von der Liebe die Rede als Motivation. Die einleitenden Verse, die machen das deutlich. Was aber die Bruderliebe betrifft, so ist die Einleitung und damit das Thema des Textes gesetzt. Das Thema der Arbeitsethik ist die Liebe und die Arbeitsethik setzt diese Liebe um. Vers 10 lädt dann ein und macht deutlich, wie geschieht die Liebe? Wir sollen reichlicher in dieser Liebe zunehmen und das geschieht durch diese Arbeitsethik. Wenn wir also über Arbeit reden, über unseren Beruf, über das, was wir schaffen jeden Tag, geht es nicht um unsere Selbstverwirklichung. Es geht nicht darum, dass wir unabhängig werden, dass wir für uns sein können. Es geht nicht darum, dass wir Tag ein, Tag aus arbeiten und Geld verdienen und unterwegs sind, damit wir Schritt für Schritt unser eigenes Bünzli-Königreich aufbauen können. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und dass wir dann, wenn wir alt und grummelig geworden sind, mit unserer Stechhacke verteidigen. Das ist mein Garten, mein Haus, das sind meine Hobbys, meine Lebensgestaltung. Das habe ich mir mit meiner Arbeit über 4 Jahrzehnte verdient und das gehört jetzt mir. Die Bibel sagt ja, ich soll so arbeiten. Das habe ich jetzt 40 Jahre getan und jetzt gehört das mir. Raus aus meinem Garten. Das ist das richtige Verhalten mit einem komplett falschen Ziel verbunden. Es ist ein falsches Zielbild. Und dieses Zielbild, das ist eines der problematischen Früchte aus der Zeit der Aufklärung. Die Aufklärung, diese Zeitepoche vor knapp 200 Jahren, die hat uns unglaublich geprägt und unglaublich viel geschenkt an Freiheit und an neuem Denken, wer der Mensch ist und wie Menschen miteinander umgehen sollen. Aber die Aufklärung hat auch ein problematisches Bild produziert. Sie hat uns gesagt, dass die Freiheit des Menschen, dass der Mensch unabhängig, autonom sein kann, dass dieses Ziel das höchste von allen Zielen ist. Die Freiheit, selbst bestimmen zu können und sein eigenes Königreich zu haben. Und hier macht Paulus deutlich, dieses Ziel ist nicht das Ziel, das Gott setzt mit der Arbeit. Wir sollen arbeiten,
um zu lieben. Das Ziel der Arbeit ist die Liebe. Das Ziel unseres Arbeitens und Wirkens auf dieser Welt ist, dass wir auf der segnenden Hälfte der Menschheit sein können. Dass wir zu denen gehören, die etwas zu geben haben, die einen Überfluss erarbeitet haben, der im Namen Gottes in diese Welt fließen kann. Wir sollen selbstständig und frei werden, unabhängig, voll vom Besitz. Wir sollen mehr produzieren können, damit wir lieben können und nicht für ein nettes Königreich von uns selbst. Frucht bringen ist das alte biblische Wort dafür. Ich will das mit folgendem Bild verdeutlichen. Die Arbeit im biblischen Sinn ist immer untrennbar mit der Liebe verbunden. Es gibt keine Arbeit ohne das Ziel der Liebe. In Gottes Augen gehört beides zusammen und kann nicht getrennt voneinander verstanden werden. Und zweitens, die Liebe ist größer als die Arbeit. Sie nimmt mehr Raum ein. In der Bibel ist die Liebe immer das Ziel allen Handelns. Die Liebe ist das höchste Gebot. Die Liebe ist das Ziel von allem, was wir tun und der Richtwert, an dem wir alles unser Handeln, auch unser Arbeiten messen müssen. Und deswegen ist drittens die Beziehung von der Arbeit, von unserem Arbeiten zur Liebe eine Dienstbeziehung, ein Dienstverhältnis. Die Arbeit dient der Liebe. Die Arbeit ermöglicht Liebe. Und sobald die Arbeit, unser Arbeiten auf ein anderes Ziel ausgerichtet ist als die Liebe, ist sie nicht mehr das, was sie in Gottes Augen sein soll. Sie wird zu einer verdrehten, einer pervertierten Liebe. Die Arbeit. Und eine solche Arbeit, die nicht auf die Liebe ausgerichtet ist, wird nicht mehr als das zu erkennen sein, was sie eigentlich sein soll. Die Arbeit wird zu einem Monster, das uns droht aufzufressen und uns in Beschlag nimmt. Eine Arbeit wird zu dem, das uns vernichtet, wenn sie nicht diese Liebe zum Ziel hat. Und dass das so sein soll, das lernen wir von Gott höchstpersönlich. Es ist in diesem Text wunderschön formuliert, in der Einleitung, in Vers 9. Ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Selbst von Gott gelehrt. Darunter liegt eine spannende Wortschöpfung von Paulus. Das Wort, das dort steht, das heißt Theodidaktoi. Und ihr kennt vielleicht das Wort autodidaktisch. Autodidaktisch bedeutet, man bringt sich etwas selber bei. Und hier steht jetzt nicht autodidaktisch lernen wir die Liebe, sondern theodidaktisch. Theo heißt Gott. Gott lehrend. Gott selber ist derjenige, der uns das lehrt. Und damit ist jetzt eben nicht Buchlernen gemeint. Ah, in der Bibel steht, dass wir uns lieben sollen, also tun wir das jetzt auch. Wenn hier Theodidaktoi steht, heißt das, wir lernen von Gott selbst, mit Gott selbst als unserem Vorbild des Liebens. Gott zeigt vor, wie man liebt und wir machen nach. Wir lieben mit, wir imitieren. Er ist darin unser Vorbild. Und wenn wir Gottes Wort anschauen, dann merken wir, Gott ist ein Gott, der seinen Überfluss an Ressourcen, das, was er durch sein Sein und Wirken, was aus ihm hervorkommt, all das hat ein einziges Ziel, die Liebe. Nichts anderes möchte er. Um zu lieben, designt er diese Welt und erarbeitet diese Welt. Er schafft er den Menschen, befreit Israel aus der Sklaverei. Aus Liebe sendet er seinen Sohn in diese Welt, damit er für unsere Sünden und unsere Schuld sterben kann. Gott kann all das geben, weil er all das hat. Er hat genug. Gott braucht nichts für sich selbst.
Er hat alles, was er braucht. Und das finde ich ein wunderschönes Ziel für unser Arbeiten. An den Punkt zu kommen, wo wir sagen können, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind selbstständig. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Und wir haben genug, damit wir lieben können. Damit wir in diese Welt etwas geben können. Damit wir lieben können. Und aus diesen Überlegungen gibt es jetzt einige Anfragen an unser Leben. Die erste Frage, der wir uns stellen müssen, immer wieder, ist die Frage, wozu arbeitest du? Oder wenn ihr in der Ausbildung seid und noch am Überlegen seid, welchen Beruf will ich lernen? Was treibt dich an, das zu lernen, was du am Lernen bist? Was ist dein Zielbild davon? Was willst du mit all dem erreichen, was du dir so in deinem Kopf vorstellst oder was du jeden Tag tust? Ist das Zielbild von dir die Liebe, geben zu können? Oder hast du ein anderes Ziel? Es gibt ja ein paar schöne typische Ziele. Willst du reich sein? Willst du am Ende bei deiner Pensionierung deine Haustüre aufmachen können und dein Gartenreich bewundern können und sagen können, das ist mein, das habe ich jetzt erreicht mit meiner Arbeit. Sei ehrlich zu dir. Warum willst du arbeiten? Geht es dir um Anerkennung? Geht es dir um Selbstverwirklichung, dass du eines Tages sagen kannst, jetzt kommt in dem, was ich tue, meine ganze Persönlichkeit, meine Stärken zum Ausdruck. Da bin ich perfekt, ich selber und nichts anderes stört mich mehr. Ist das dein Bild, das du hast? So dieses ganz erfüllt sein, ein Mensch zu sein, der im Flow ist. Oder willst du lieben können? Prüfe dich, prüfe deine Motivation. Was siehst du in deiner Zukunft? Oder vielleicht auch, was siehst du, wenn du morgen um 7 Uhr aufstehst und zu deiner Arbeit gehst? Was treibt dich dazu an? Und damit diese Frage überhaupt möglich wird, das heißt, dass wir arbeiten können, wollen können, um zu lieben, braucht es eine viel grundlegendere Frage noch, die wir beantworten können müssen. Weißt du, dass du geliebt bist? Weißt du, dass Gott alles, was er tut, aus Liebe tut? Dass er keine andere Motivation kennt? Hast du dieses tiefe Vertrauen, dass du geliebt bist? Es ist eine simple Frage, es ist eine geschlossene Frage, eine Ja-Nein-Frage. Aber an dieser Frage entscheidet sich alles. Wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten können, dann können wir auch nicht aus Liebe arbeiten, weil dann müssen wir mit der Arbeit das bekommen, was uns fehlt, weil uns diese Liebe fehlt. Denkst du, dass Gott dich nur will, damit er mit dir irgendwas tun kann, weil er dich braucht, um seine Ziele zu erreichen? Fühlst du dich missbraucht von ihm, damit er sein Zeugs machen kann? Glaubst du, dass du diese Liebe gar nicht wert bist? Ich weiß nicht, was in dir abgeht, aber kannst du hier ein Ja geben? Und das ist die Einladung Gottes. Weißt du, dass du geliebt bist? In Jesus hat Gott diese Liebe gezeigt und hat sie bewiesen. Und wir sind eingeladen, das zu glauben und darauf zu vertrauen. Und vielleicht sind diese beiden Fragen für dich für heute schon genug geklärt. Und du kannst sagen, ja, das weiß ich beides. Meine Ziele sind gesetzt und mein Fundament der Liebe steht. Dann denke doch noch über diese Arbeitshaltung nach, die uns hier von Paulus beschrieben wird. Prüfe, ob Aspekte davon dich betreffen und ob der Geist Gottes dich ansprechen möchte, hier etwas in deinem Denken in Frage zu stellen. Sei treu im Kleinen, schaue auf deine Möglichkeiten und schätze den Wert deiner schlichten Arbeit. Das verschafft dir Respekt und Selbstständigkeit. Gibt es hier etwas, wo
der Geist Gottes den Finger drauflegt und sagt, ja, hier möchte ich etwas an dir tun, an deiner Haltung, wie du jeden Morgen an deine Arbeit gehst. Richtet Gott dein Auge auf etwas, wo Veränderung in deinem Denken und Handeln dran ist. Ich möchte einladen, dass wir einfach eine Minute still sind über diesen Fragen. Und dann möchte ich zum Abschluss beten und wir kommen mit einem Teil von Liedern nochmal in Gottes Gegenwart, wo wir ihn anbeten, ihn loben möchten. Aber zuerst sind wir mal still. Ich möchte euch einladen, den Geist Gottes zu euch sprechen zu lassen. Und himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und diese Dinge hervorhebst, die du an uns tun möchtest. Ja, und so möchte ich dich bitten, himmlischer Vater, dass du uns segnest. Dass du jetzt in diesem letzten Teil einfach deinen Segen über uns ausgießt. Dass du uns segnest, indem du deinen Finger auf unser Herzen legst. Dass du uns segnest, indem du uns mit deiner Liebe berührst. Dass wir vielleicht zum ersten Mal oder auf eine viel tiefere Weise verstehen können, was es bedeutet, geliebt zu sein. Dass du uns segnest, wenn wir nicht wissen, warum wir arbeiten sollen, was wir überhaupt in dieser Welt tun sollen. Ich möchte bitten, dass du die Menschen segnest, die gerne arbeiten würden, aber es aus verschiedenen Gründen nicht können. Die gerne geben würden, aber es nicht schaffen. Segne diese Menschen besonders, indem du sie berührst und sie diese Spannung aushalten lässt, dass du uns einlädst, Gebende zu sein. Segne du die Menschen, die im Nehmen feststecken und nicht herauskommen. Und Vater, segne uns, indem du uns zu einer Gemeinschaft machst, die mit Freude gibt, besonders denen, die nicht geben können. So wollen wir nochmal vor dich kommen und dich bitten, uns zu berühren, uns zu verändern und uns zu helfen, die Entscheidungen zu treffen, die wir nötig haben. Amen.